Schwein gehabt. Die Aufregung um die entlaufene Löwin nahe Berlin war offenbar unbegründet, wie der Bürgermeister der brandenburgischen Gemeinde Kleinmachnow, Michael Grubert, am 21. Juli bei einer Pressekonferenz sagte, gehe man nach allem menschlichen Ermessen nicht mehr davon aus, dass ein Raubtier unterwegs ist. Es gebe keine Gefährdungslage mehr. Die Polizei bestätigte, dass sämtliche Suchmaßnahmen keine Hinweise ergeben hätten. Jetzt kommt's. Eine Analyse des weithin bekannten Videos habe ergeben, dass es sich wahrscheinlich um ein Wildschwein handelt, sagte Grubert. Bereits zuvor hatten Expertinnen und Experten Zweifel an der Löwentheorie geäußert. Die Suche nach dem möglichen Raubtier nahe der südwestlichen Stadtgrenze Berlins begann in der Nacht auf den 20. August. Zu diesem Zeitpunkt hieß es laut dpa noch, die Löwin sei gesehen worden, wie sie ein Wildschwein erlegte. Grubert, selbst Jäger, sagte, es sei völlig undenkbar, dass die Jagdhunde in der Umgebung nichts gefunden haben, wenn das mit dem Wildschwein tatsächlich stimme.